jetzt wissen müssen. Eher werde ich Pferdejockey, als dass meine Mutter meinen Lebenswandel akzeptiert. Du und Biene, ihr seid doch quasi so. Ach, na super. Ich bin einem Pony näher als meiner Mutter, wenn das nicht traurig ist. Olli. Vor ein paar Wochen, da waren Pferde für dich, egal ob groß oder klein, doch auch ein absolutes No-Go. Manchmal muss man zu seinem Glück einfach gezwungen werden. Ach, immerhin lass ich mich zwingen. Gib deiner Mutter einfach ein bisschen Zeit. Stimmt. 10 Jahre sind ja auch echt was knapp. Weißt du, was ich nicht kapiere? Warum ist sie überhaupt gekommen? Weil sie dich vermisst. Ja, dann willst du mich auch für den Rest ihres Lebens vermissen müssen. Du hast zumindest alles probiert. Mhm. Am besten setze ich sie gleich wieder auf die schwarze Liste. Olli, und wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, dann setze ich dich auf die schwarze Liste. Ja, das Abendessen war heute ja auch wirklich nicht ausgiebig. Komm. Wie wär's mit Restepizza, hä? Wir packen einfach alles drauf, was wir noch haben. Oh. Könnte spannend werden. Wenn du jetzt noch Christina heißen würdest und schwanger wärst, dann wäre das Familienglücksabel perfekt. Zumindest für meine Mutter. Ich kümmere mich später am Nachtisch. Was kann ich für Sie tun? Christian Mann, könnte ich bitte Henriette Sabel sprechen? Frau Sabel, schön, dass Sie noch so spät kommen konnten. Wenn Sie mir Vorhaltungen machen wollen, das hat meine Schwester bereits erledigt. Charlie hat Sie angerufen? Ja. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben, Ihnen und meinem Sohn mit einem positiven Gefühl zu begegnen. Aber als Sie sich dann im Restaurant in aller Öffentlichkeit geküsst haben, also das war nicht einfach für mich. Das werden Sie wahrscheinlich nicht verstehen. Doch. Bevor ich mit Olli zusammengekommen bin, da war ich nur mit Mädels zusammen. Ich war sogar in einer festen Beziehung. Ich habe mir meine Gefühle für Olli immer ausgeredet, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen meiner Freunde und vor allem der meines Bruders. Ich war ziemlich verwirrt. Aber dann habe ich mir irgendwann gesagt, was tust du da eigentlich? Warum redest du dir aus, in Olli verliebt zu sein? Kann ich irgendwas zu trinken bringen? Einen Kamillentee. Und eine Cola. Okay. Frau Sabel, Olli ist kein Serienkiller. Ganz im Gegenteil, er ist der toleranteste und liebenswürdigste und vor allem witzigste Mensch, den ich kenne. Warum also nicht zu ihm stehen? Das ist nicht so einfach. Doch! Sie haben Olli doch zu dem gemacht, was er heute ist. Ein erfolgreicher, selbstbewusster, junger Mann. Also akzeptieren Sie ihn so, wie er ist. Das hat er verdient. Glauben Sie mir, die Gesellschaft ist schon viel toleranter geworden. Und auch wenn Sie den Traum von einer Schwiegertochter aufgeben müssen, Sie bekommen einen Top-Schwiegersohn. Ich bin müde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Ihnen auch. Wo bleibst du denn? Ich habe in der Wanne gewartet, bis ich ganz schrumpelig war. Doch keine Lust auf Dessert. Ich habe mich gerade mit deiner Mutter getroffen. Christian, es ist süß, dass du dich da so reinhängst, aber das ist verschwendete Energie. Das glaube ich nicht. Ich hatte echt das Gefühl, dass sie an einem Neustart interessiert ist. Vergiss es. Sie ist deine Mutter. Ich habe meine Mutter vor 10 Jahren verloren. Morgen. Morgen. Komm. Ich mach das und du legst dich nochmal hin, okay? Ich kann sowieso nicht mehr schlafen.
So viel Restepizza? So viel von meiner Mutter. Ist noch geschlossen. Guten Morgen, Christian. Wenn man vom Teufel spricht. Guten Morgen, Oliver. Mama? Ich bin da mal oben. Hast du gestern was vergessen oder warum bist du hier? Ich möchte mit dir reden. Wenn du mich wieder missionieren willst. Nein. Ich habe begriffen, dass du homosexuell bist. Immerhin. Wenn du es jetzt auch noch akzeptierst? Das ist nicht so einfach. Hey Christian, willst du mit frühstücken? Nee, danke. Was ist denn? Du lässt dir doch sonst keinen gedeckten Frühstückstisch entgehen. Ach, Olli unterhält sich gerade unten mit seiner Mutter. Und ich sag mal so, die Versöhnung zwischen den beiden ist nicht gerade optimal gelaufen. Ja, dann lasst euch mal jetzt nicht von der Spießerin die Laune verderben, ne? Einen Kaffee bitte, schwarz. Für mich eine Latte. Sofort. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Was? Dass du mich nicht genug liebst, um zu mir zu stehen? Natürlich liebe ich. Du bist mein Sohn. Zu dem du nicht stehen kannst. Verstehst du mich denn gar nicht? Ich kann deine Lebensweise einfach nicht akzeptieren. Ich akzeptiere deine doch auch. Ich bin im Kirchenchor. Ich engagiere mich im Sportclub. Das ist mir alles sehr wichtig. Das ist mein Leben. In dem ich nicht vorkomme. Ein homosexueller Sohn. So etwas gibt es in Meppen einfach nicht. Ich will doch nicht Hand in Hand mit Christian über den Marktplatz laufen. Oliver, die Leute dort kennen mich. Das sind meine Freunde. Ich lebe mit denen jeden Tag. Wenn die über mich tratschen, das ertrage ich nicht. Ich bin meiner eigenen Mutter peinlich. Es tut mir leid. Mach's gut. It's gone from you forever.